können, soll dein Gartensegel auf jeden Fall schon sein. Also soll nicht die ganze Zeit Hell from the other side, you must have gone a thousand times, I must have called a thousand. Ihr hört so ein bisschen den Unterschied, ne? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich halte schon ein Buch in der Hand. Worum wird es heute wohl gehen? Schön, dass du wieder dabei bist. Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen hoch freuen, über ein Abonnement und natürlich auch, wenn ihr selber Lust auf eine Gesangsstunde habt, dann schaut doch mal selber rein bei tanjalevivocalstudio.com. Dort mache ich auch die Gesangsanalysen. Die sind immer noch aktuell, also zögert nicht, wenn ihr Hilfe und Ratschläge braucht. Zögert nicht, schaut doch mal auf tanjalevivocalstudio.com. Ja, dazu gibt es auch ein Paket bei mir auf meiner Homepage, Basispaket Töne treffen. Das könnt ihr für 14,99 dort auch kaufen, mit Übung dazu. Ich sage immer zu meinen Schülern, versuch immer zu gucken, dass du offen bleibst. Sonst tendierst, gibt es auch eine große Tendenz, flat zu singen, weil man eben nicht den Gaumensegel richtig geöffnet hat. Dann ist man relativ flat. Ganz, ganz häufig ist man eigentlich flat wegen dem Gaumensegel, ja. Das heißt, schau auch genau da, wenn du das Gefühl hast, du hast Probleme mit Töne treffen oder dass es ist irgendwie ein bisschen bluesig, es ist flat. Meistens liegt es an dem Gaumensegel. Heute möchte ich über ein ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar, wie man nasal klingt und klingen kann. Auch da muss man zwischen nasal und Nasalität auch nochmal unterscheiden, oder nasal und nasality. Das ist alles nicht gleich das Gleiche, und oft wird es verwechselt umgangssprachlich. Wir machen heute mal eine Übung aus dem Buch This is the Voice bei Jeremy Fisher und Gillian Case. Heute möchte ich das in einfachen Worten erklären. Also man kann extrem viel zum Thema Gesang sagen. Ich sage es regelmäßig, es gibt nicht nur eine Antwort, wie 2 plus 2 ist 4. Beim Singen ist es 2 plus 2, kann alles Mögliche sein, querbeet. Und das kann man meistens erfassen, manchmal kann man es auch nicht erfassen. Aber grundsätzlich gibt es nicht eine einzige richtige Antwort, sondern immer viele verschiedene richtige Antworten, die mitspielen. Ja, also unser Gaumensegel, der harte und der weiche Part, fühlt mal einmal den harten Part, der ist nämlich hier oben. Das ist oben alles der harte Part, und dann hinten, das ist alles der weiche Part. Ich blende jetzt auch mal hier ein paar Bilder rein. Unser Gaumensegel ist so ein bisschen wie das Hintertürchen zwischen der Nase und dem Mund. Für M und N und NG ist es wichtig, dass das Hintertürchen offen bleibt. All diese NG-Sounds wie nja, 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 das ist extrem wichtig, dass wir dort hinten offen sind. Und wenn wir wirklich klare Vokale singen wollen und gut artikulierte Konsonanten, dann muss dieses Hintertürchen geschlossen bleiben. Und wenn du das Türchen offen lässt, dann kann es sein, dass die Konsonanten eben sehr nasal klingen. Ja. Und dementsprechend machen wir jetzt mal hier so eine kleine Übung, um erstmal zu erfassen, wo die, wo das Soft Palate ist, also wo der Gaumensegel ist. Und dazu würde ich einmal ganz gerne, dass du dir an die Nase fährst und das einmal hier so pinchst. Und einmal das französische Bon nimmst aus dem Bonjour oder Bonsoir oder Bon. Bon. Und du fühlst also praktisch, wie, wir können jetzt auch gerne Zeichen dafür machen, das benutzt Estelle, die benutzen immer ganz viele Zeichen oder eben Hände oder, ne? Um das Ganze mal so zu simulieren. Ja, das ist dein Gaumensegel. Der Gaumensegel ist jetzt ganz normal offen, dann ist er mit und dann ist er ganz runter und toucht so ein bisschen auch die Zunge mit an, und es klingt dann Ich möchte ganz gern, dass du einmal mal ganz klar das A benutzt. A sagt einmal A. A, 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 A. Ja, bei dem A verändert sich jetzt alles nicht wirklich. Versuche es ganz klar zu machen. A. A. Ja, und der ganze Atemfluss oder Air-Sound, der kommt dann durch den Mund, und du siehst, es ist klar, es hat eben nicht diesen nasalen
Dazu kommen wir jetzt aber gleich nochmal. Ja, und du fühlst jetzt natürlich, wie die Luft durch die Nase und durch den Mund geht. Und du spürst also praktisch auch, wenn du pinchst. Ja, der Sound verändert sich jetzt, gerade wenn du dir an die Nase fährst, weil die Luft jetzt getrennt zwischen den Mund und zwischen die Nase geht. Und da würde ich ganz gerne, dass wir jetzt einmal mal, um den Unterschied jetzt zu ergreifen, ne, gucken also einmal Soft Palate down, Gaumensegel runter. Bing. Wow, das klingt, die Nachbarn denken jetzt, was ist bloß hier passiert? Also, Soft Palate down, Gaumensegel runter. Bing. Immer zwischendurch, zwischen dem A und dem Bia, versucht euch ein bisschen zu sensibilisieren für euren Gaumensegel, für die Mechanismen, die wir innen drin eigentlich gar nicht richtig fühlen können, die wir gar nicht richtig erfassen können. Die Stimme ist ja auch nur immer ein paar Millimeter groß, sage ich jetzt mal, oder klein. Das heißt, wir müssen uns wirklich sensibilisieren auf viele dieser ganzen Koordinationsmechanismen, die sich da jetzt abspielen. Ja, also spielt mal so ein bisschen rum und schaut immer wieder, dass ihr mitbleibt, also mit open, dass ihr halt den Gaumensegel nicht fallen lässt, dass er halt eben nicht das Hintertürchen komplett zumacht, sondern dass ihr eben mit open seid oder ganz offen. Da streiten sich auch wiederum die Geister in der Gesangspädagogik, soll man die ganze Zeit den Gaumensegel offen haben. Wir möchten ja immer gerne so einen Lift erzeugen beim Singen, Diva Nose auch beispielsweise. Das ist aber auch wieder ein ganz anderes Thema. Und ja, Daumen hoch, Abonnement und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch in meinem nächsten Video zu sehen und schaut doch jetzt die nachfolgenden Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss, tschüss.